Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Wir haben das letzte Mal ein Telegramm erhalten von dem Boten, der da gerade wegreitet. Und da geht's um Sadie. Sadie hat uns aufgestöbert, Sadie Adler, und will sich mit uns treffen. Das muss Jim natürlich mit seiner Frau absprechen. Und da gehen wir gleich mal hin und schauen mal, was sie dazu sagt. Ich bin gespannt, ob sie davon begeistert ist, ob sie vielleicht sogar mit will. Wer weiß. Ist auf jeden Fall interessant, dass Sadie uns gefunden hat. Abigail. Ah, gar keiner da. Oh, sie hat einen Brief da gelassen. Na toll. Darling John, a kind lady in the village helped me write this. She had many problems of her own, but that's a different story. Listen, I've begged you, but it don't seem to make much difference. I've tried everything I know to make you grow up. And you know I love you, but loving you means I can't watch you do this. Time after time, we've had to run because of your behavior and your decisions. We got a son. I got a son. And I love our son enough that I can't have him around while you're like this. I had so many dreams, John. I hoped you would change. We all saw what happened to them that didn't, but you... Part of you is hell-bent on ending up the same way. And I love you too much to watch that no more. Abigail. Mann, der arme John. Stimmt, sie hat ja ein Geschenk für ihn bestellt. Scheint ein Mann zu sein. Where's the wife, Milton? She's out. I saw her leaving with the boy and the bags. What's going on? You married Mr. Dickens? No. That don't surprise me. What'd she do? Catch you with a showgirl? Or hear about you shooting more fellas over by Strawberry? Just who are you, Jim Milton? I'm a family man. I can handle a gun, sure. Them men shot at me. Just interested, that's all. Ain't nothing interesting, unless you find gossip about a man's marriage worthy of your time. Guess not. There's work to be done, unless you're running off too. I ain't going nowhere. I'm here to work. Gotta save money, get her what she wants. What does she want? She wants a place of her own. Said she found a plot up at Beecher's Hope. You? A rancher? You'll starve. Probably. Keep yourself busy. Take your mind off it. Ah, na klasse. Das ist ja was. Eigentlich hätte ich das gerne, dass er sich mal rasiert. Hat er hier irgendwas zum Rasieren? Oh, was habe ich denn hier? Okay, Schublade durchsuchen. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Hier in unserem Haus ein bisschen rumstöbern. Eigentlich will ich ja nur, dass der mal wieder ein bisschen ordentlicher aussieht. Der sieht gar nicht mehr aus wie John. Weiß auch nicht. Da ist auf jeden Fall ein Spiegel, das sieht gut aus. Mal sehen, was hier so drin ist. Nichts. Aber die lassen wir natürlich nicht so offen stehen in unserem Haus. Und kann ich... Nein. Toll. Kann mal jemand John rasieren? Ach, das ist doch doof. Bei Arthur konnte ich das auch immer machen. Na gut, dann gehen wir erstmal zurück an die Arbeit mit ihm. Gibt hier verschiedene Punkte, wo wir ansetzen können. Ich gehe erstmal zu dem ganz oben. Mal sehen, was das ist. Hm. Das sieht aus wie Zaun bauen. Vielleicht, ja. Ich denke, das könnte Zaun bauen sein. Wobei, hier ist ein Weg. Ja, einfach reparieren. Na dann, hebe den Pfosten auf. Wo ist er denn? Hier. Sehr gut.
Haben wir ja alles schon mal gemacht. Das ist ja kein Ding. Zack. So. Boom, boom, boom. Ja, sehr schön. Dann haben wir wieder eine kleine Animation. Ist halt echt traurig für John, oder? Aber er hilft, wo er kann. Das ist wichtig. Ist zwar jetzt allein, aber lässt sich davon nicht unterkriegen. Er hat ein Ziel vor Augen. Fragt sich nur, wie er dann Abigail wiederfindet. That's her fool. Hey, you know, I was wrong about you. You turned into a fine worker, Jim Milton. Oh, thank you. Means a lot. Hey, you think I could speak with Mr. Geddes? See if maybe he's open to offering me some guidance? No, I'm sure he'd be happy to hear you speak, at least. Thank you, Mr. Dickens. Ja gut, dann schauen wir mal, was er mit ihm bereden will. Ich meine, hat er jetzt, anscheinend einiges auch verdient. Ein paar Monate dort gearbeitet. Und jetzt... Oh, da steht ein Gewehr. Jetzt will er vielleicht sehen, dass er da irgendwie rauskommt. Hey, son. How's that bull? Fine, Mr. Milton. Your father in? Could I have a word? Sure. I'll just get him. Pa! Hey, I'm right here. What's the problem, Milton? I'm sorry for the disturbance, sir. Oh, no problem. My wife, she just began her morning discourse on the subject of my faults. An experience I think every man can relate to. In some ways, my wife also has issues with some of the decisions I've made. Real issues. Hmm? Do you believe a man can change, sir? Where is this heading? I guess I don't know. I've tried to be a good hand. I've worked hard to secure your property. And for that, we are grateful. And you've paid me well, besides. The thing is, I suppose, I need to get a place of my own so I can prove to my wife that I've changed. I understand. But I ain't got much money. I ain't asking to borrow none. But maybe you could go to the bank and put in a good word so they could give me a loan? A loan, huh? So I can buy that place, Beecher's Hope? Yes, I know it. Yes, of course, sure. It'd be my pleasure. But take my advice, Milton. Take your money and go buy passage on a boat. Go to Brazil and forget all about family. I'm just joking, son. Just make sure you deal with Ansel Atherton at the bank. He's a distant cousin. Here's my name. Tell him to ask me direct himself. You'll get what you need. Thank you, sir. Yeah, I was young and dumb once, too. You'll get her back. Ich muss schon sagen, da hat er sich ja richtig hübsch gemacht. Nur für den Ausflug in die Stadt. Aber ist auf jeden Fall cool. Wir werden, da seht ihr es, Sadie Adler steht mit drauf. Aber wir werden erstmal zur Bank reiten, denke ich.
Das ist jetzt von der Storyline her am nachvollziehbarsten, wenn man das so sagen darf. Und dann schauen wir mal, ob wir den Kredit bekommen. Das wäre natürlich cool. Dann kaufen wir Beecher's Hope, nehme ich mal an, und können dort selbst was aufbauen. Ich hoffe, so querfällt ein, das geht irgendwie gut. Ja, bis jetzt sieht es sehr gut aus. Okay, ich könnte vielleicht mal den Weg anmachen, weil hier ist ja doch das Sadie und da ist die Bank. Es ist ja doch ein bisschen bergig hier. Und ehe wir sonst wieder irgendwo landen und dann nicht mehr weiterkommen und umdrehen müssen, da sollten wir vielleicht doch hier versuchen, den Wegen ein bisschen zu folgen. Und da geht's jetzt mal in die Stadt. So, Freunde. Ich würde mal sagen, wir sind angekommen in Blackwater. Und da ist irgendwo die Bank. Aus irgendeinem Grund ist mein Pferd sehr unruhig. Folgt uns irgendwas? Eigentlich nicht. Keine Ahnung. Ja gut, dann schauen wir doch mal. Das sieht echt sehr danach aus, als würde die Stadt erst aufgebaut werden. Eigenartig. Ja, irgendwie waren die ja schon mal in Blackwater. So, dann mal rein in die Bank und mal sehen, wer uns da helfen kann. Excuse me, sir. Can I help you? Der oder der da hinten? Der da hinten. Ah nein, nicht der da hinten. Der da. Das ist ja jetzt doof. So, hier der. Alles klar. Yeah. I'm looking for Mr. Atherton. I'm a friend of Mr. Getty's over at Pronghorn Ranch. Oh. Yeah, Mr. Atherton is in his office. Hey, please head in. Da war ich ja schon auf dem richtigen Weg eigentlich. Hallo. Can I help you? I hope so. I want a loan, sir. A line of credit, so I can buy some property. What property? An old ranch, Beecher's Hope. That old dump? I know it ain't much, but I ain't much of a farmer either. But I will get there. That is a very unusual way of asking for a loan. Mr. Marston. Marston. Only folk around here call me Milton. It's kind of a joke, I guess. A joke, huh? Which folk? Mr. Getty's? Uh-huh. I work for him. He said that you could help me out. I mean, if you can. So old David Getty's told you I'm the kind of man to loan a man with two names money so he can buy a rundown farm on account of his lack of farming skills, huh? Don't sound too promising when you put it like that. Well, how would you put it? Sorry to waste your time, sir. Oh, sit down. I'm sure we can figure something out. Now, of course, we'll be expecting you to make regular payments, and given a lack of much evidence you got any means of repaying, the terms won't be too great. But if my cousin vouches for you, it'll be okay with the bank. Really? Absolutely. Thank you. Now, of course, we'll be expecting our money back regular as clockwork until the debt's settled. Otherwise, the farm reverts to the bank, no matter how much you paid. I understand. Well, why don't you go check out the land while I fix the contracts and talk to Mr. Getty's. Oh, I heard there's squatters up there. We've been having so many problems recently, they'll need clearing on. Sure. Well, come back when you're done and we'll fix up the paperwork. Cool. Dann dürfen wir jetzt also die dort das Land besetzen, vertreiben. Da möchte ich doch mal schauen, wo das jetzt ist. Ja, er ist relativ nah. Dann können wir das auch direkt machen. Dass es immer regnen muss, wenn wir uns auch zur Mission aufmachen. Aber gut, vielleicht ist es auch geplant, wer weiß. Das Pferd ist immer noch so unruhig. Gut, vielleicht liegt es auch an dem Gewitter, das kann natürlich sein. So, wir gehen direkt hier übers Land.
damit wir nicht so ewig reiten müssen. Hier ist es nämlich sehr schön flach. Und da glaube ich nicht, dass wir irgendwelche Probleme haben werden mit irgendwelchen Bären. Oh Puma! Okay, das Pferd will nicht weiter. Ausweichen kann er nicht, okay. Krass! Krass! Er konnte auch jetzt diesmal nichts machen. Was zur Hölle? Warum helfe ich eigentlich immer Leuten? Das ist doch echt eigenartig, oder? Und jetzt? Was passiert jetzt? Okay, auf jeden Fall stehe ich wieder hier. Wer weiß, ich helfe niemandem mehr. Obwohl es da schon wieder dieselbe Situation ist. Es sind halt mehrere Pumas, so wie es aussieht. Also mir kam nur der eine. Oder sind die Pumas vielleicht die Landbesetzer? Wer weiß. Ich reite jetzt zu meiner neuen Farm. Habe ich meinen Hut verloren? Das ist ja gemein. Das war der von Arthur noch. Okay, hier ist doch ein ganzes Stück weit weg, wenn ich das jetzt so sehe. Oh, hier geht's drüber. Oder so. Das ist das Stück Land. Sicher. Das. Okay. Warum ist denn die Waffe jetzt in schlechtem Zustand? Reinigen. Waffenöl haben wir ja zum Glück. Dann wird sie auch gleich wieder in einen besseren Zustand versetzt. Ja, warum kann die noch so viel besser werden? Das finde ich ja eigenartig. Keine Ahnung. Okay, wir steigen mal ab. Das ist echt das Grundstück. Da hat er nicht sehr viel. Ah. Guten Tag. Ihr dürft hier gehen. Can I help you, friend? Oh ja. I hope so. Who's in charge here? No one, mister. This is a free country. Now that I ain't so sure about. Listen. I'm buying this land. I'm afraid you guys are gonna have to go somewhere else. Who's this? I ain't sure. Some fancy dang city boy says he owns this land. Or he's gonna. Owns it? That's what he says. Okay. And how come we living here? I ain't sure. Oh, Leute. Get the hell out of here. This land belongs to me now. Ain't nothing on this earth belongs to no one, partner. Looks okay. Like you made your decision then, partner. Sag mal, wie viel Leben hat denn der? You're gonna be full of holes, you son of a bitch. Okay, der ist platt. Ja, da kommt er. Boom. Ich glaube, anders wäre es eh nicht gegangen. Und Geld haben wir sowieso schon keins. So. Ich würde die vielleicht noch wegschaffen oder erstmal plündern. Okay, dann nicht. Dann haben wir das jetzt auch so geregelt. Und können uns das Darlehen bei der Bank holen. Boah, was ist das für ein Wetter? Das ist ja pechschwarz, der Himmel. Krass. Ob das ein gutes Zeichen ist? Ah, it's you! The man with
two names and no past. Come on in. How'd you make out? Well, let's just say there are no more squatters. Okay. Well, I got your paperwork ready. Now, you sure about buying this place? It's really run down, and the price isn't too great. I think it would mean a lot for my wife. At least mean I was listening to her. Okay. Well, sign here and here. Mm-hmm. Now we own you, Mr. Marston, and we own Mr. Milton, too, and we own your property. But you can buy your freedom each week. Eventually, you will be a homeowner. I understand. Congratulations. You are now a real American, indebted and owned by the bank. I'm joking. They own me. They just own your property. Now, you can also use this line of credit for any home improvements you need to make, of course. I can? Sure. Be good, Mr. Marston. Welcome to home ownership. It's a beautiful thing. Let your wife know what to complain about. I'm just joking. Well, it is you. Well, I never. I thought you was dead, boy. Dead. Uncle? The very same. Come here. I saw you going into the bank, and by the looks of things, you ain't robbed it. I've gone straight. Oh, bull crap. No, for real. Well, I'm trying. All these years, you ain't changed a bit. Maybe a little bit. I thought you was dead. Not yet. Well, I got some things to take care of. No, not a problem. I'll come too. No, you don't have to. No, I'm real sick, John. Lumbago. It's a slow and painful death, my brother. Evidently. Have a little pity, will you? Huh? Come on, then. All right. Ob das jetzt so gut ist, wenn wir wieder einen mitlaufen haben. Wir werden sehen, Freunde. Get on it. Aber beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut und tschüss.